Hi, ich bin Robert Klink und heute geht es mal um die Navigation beim Trekking und Wandern, welche Lösungen es da so gibt und vor allem, wie viele ich davon dabei haben sollte. Generell kann man sagen, dass jeder auf jedem Trail, auch wenn er sehr stark markiert ist, immer mindestens so eine Lösung mit hat und bei den meisten wird es so das Smartphone sein, wo man zumindest eine generelle Karte der Umgebung hat und wenn man möchte, auch schon vorher den GPX-Trail runtergeladen hat, um da ab und zu mal drauf zu gucken und sich nicht auf dem Weg zu verlieren. Ist man dabei auf bekannten Wegen unterwegs und vor allem gerade so in Deutschland oder vielleicht gar nicht so weit weg von zu Hause, reicht auch eine Lösung meistens aus und man braucht nicht unbedingt ein Backup, da wenn mal das Handy irgendwie ausfällt, das Akku leer geht, man keinen Empfang hat oder vielleicht vorher nicht dafür gesorgt hat, dass die Karte oder die Route auch offline-fähig ist, dass man dann eben ja relativ schnell wieder in einem Dorf ist, eine Stadt ist, Hilfe holen kann, falls irgendwas passieren sollte und sich halt in den wenigsten Fällen in Deutschland irgendwie verläuft. Anders kann es aber aussehen, wenn ich mich auf Trails befinde, die ich vielleicht vorher nicht kenne, die ein bisschen weiter weg von zu Hause sind. Das kann auch in Deutschland sein, vor allem aber im nahen Umland, im Ausland, wo es eben teilweise wildere Gebiete gibt, wo eben Dörfer nicht so häufig vorkommen, man nicht so schnell Zivilisation hat. Und wenn man ja dann auf eine Mehrtagestour ist und dann wirklich die einzige Navigationslösung, die man bei hat, ausfällt, dann kann das schon mal zu ernsthaften Problemen führen. Und auch wenn es in Deutschland nicht so eine große Gefahr ist, wenn man dann keine Navigation mehr bei hat oder keine Karte, würde ich trotzdem in den meisten Fällen empfehlen, noch ein Backup mitzunehmen, weil es gerade auf ein, zweiwöchigen Trekkingtouren dann sehr, sehr nervig sein kann, wenn man eben dann die einzige Lösung nicht mehr hat, wenn die ausfällt. Da muss man teilweise umdisponieren. Man zieht ja auch einen sehr großen Vorteil daraus, wenn man eben navigieren kann und hat halt nicht die Chance, sich zu verlaufen. Und wenn man dadurch dann eben seine Tour irgendwie abbrechen muss oder pausieren muss, ist das schon nervig. Und deswegen möchte ich euch heute mal vier Lösungen vorstellen, die man meiner Meinung nach benutzen kann, um ja, sich zurechtzufinden, um zu navigieren. Und ich zeige euch dabei auch eine Menge sehr leichte Lösungen. Und von dem bin ich überzeugt, dass man da in den meisten Fällen immer zwei von mitnehmen könnte. Wie gerade schon angekündigt, ist die erste Lösung dabei das klassische Smartphone, was die meisten oder fast alle auch immer dabei haben. Smartphone ist einfach das Outdoor-Gerät schlechthin, meiner Meinung nach. Man kann nicht nur damit navigieren oder hat auch eine Karte, sondern man kann natürlich auch Sachen machen wie Fotos, Musik hören oder im Notfall Hilfe holen. Wenn ich mir eine Wanderkarte auf dem Smartphone anzeigen lassen möchte, habe ich da verschiedene Optionen. Viele kennen Apps wie Komoot und Outdoor Active, die Online-Karten bereitstellen und bei gewissen Bezahlfunktionen dann auch das Ganze offline speichern können. Ich kann mir dort vorher Routen selber planen, runterladen, Touren speichern und die dann auch unterwegs auf dem relativ großen Display des Smartphones auch gut anschauen. Und soll ich dann irgendwie mal vielleicht Wasser brauchen oder nach einer Schutzhütte suchen, kann ich das eigentlich sehr, sehr gut von einem Smartphone auch machen. Das ist ausreichend groß. Es ist nicht wie eine statische, ausgedruckte Karte zum Beispiel. Ich kann da auch ranzoomen und nahe Details in der Umgebung suchen. Wenn man das Ganze ein bisschen professioneller meiner Meinung nach machen möchte und auch umsonst, dann kann man sich Apps laden, die einfach nur dazu dienen, Offline-Karten anzuzeigen, die ich mir vielleicht schon vorher runtergeladen habe. Ein Beispiel davon wäre zum Beispiel Locus Map und Oryx Maps gibt es auch noch. Und dort kann ich mir dann vorher einfach Karten runterladen, zum Beispiel von OpenAndroMap. Das ist eine Website, wo es eine Menge Karten von allen Ländern eigentlich umsonst gibt, die auch sehr, sehr detailgetreu sind. Die kann ich dann vor der Tour auf meinem Handy speichern und bin dann komplett unabhängig von jeglichem Internet. Und habe auch die Möglichkeit, mir das so ein bisschen eigens anzupassen. Ich kann mir verschiedene Themen laden, die mir dann unterschiedliche Kartenlegenden und verschiedene Sachen auf der Karte mehr hervorheben als andere. Die Nachteile am Smartphone sind zum einen die GPS-Antenne. Die sind bei neueren Modellen zugegebenermaßen wirklich viel besser geworden. Die sind sehr gut. Ich habe eigentlich, wenn ich mich frei auf dem Feld befinde oder auch noch im lichten Wald, immer sehr, sehr guten GPS-Empfang. Das lässt sich relativ sicher und schnell auch bestimmen. Ein anderer Nachteil wäre vielleicht, naja, der große Bildschirm, den ich habe, der braucht natürlich auch eine Menge Strom. Die ganzen anderen Funktionen, die ich nutze, zehren dann natürlich an derselben Batterie, die ich auch benutze, um dann eben zu navigieren. Und natürlich hat man auch eine Powerbank dabei, muss das Ganze dann immer aufladen. Aber alles zusammen ist das dann eben keine eigenständige Lösung mit einem separaten Akku quasi nur für die Navigation. Die nächste Lösung zum Navigieren wären die Smartwatches, von denen ich auch mal drei Modelle hier liegen habe, die sich alle so ein bisschen unterscheiden. Und die unterscheiden sich erstmal hauptsächlich in der Funktion, wofür sie gemacht sind. Es gibt die normalen Alltagsuhren,
Das wird zum Beispiel ein Modell hier, das ist eine relativ alte Samsung Gear S3, die so als ja, Daily Driver gedacht ist. Also die hat wirklich einen Kompromiss aus allen Features. Die hat ein Touchscreen, das heißt, ich zeige mir da hauptsächlich Benachrichtigungen von einem Handy an, kann damit Musik hören, kann natürlich die Zeit ablesen. Und je nachdem, wie alt meine Smartwatch ist, habe ich dort unterschiedliche Betriebssysteme. Die älteren, was auch jetzt die hat noch eigene Apps wirklich mit einem eigenen App Store und ich muss dann wirklich mir eine eigene Karten-App im Prinzip runterladen. Das könnte zum Beispiel bei dem Modell auch Locus Map sein und ich kann dann genau wie auf meinem Smartphone mir die bereits runtergeladene Karte dort quasi spiegeln. Also die Verbindung zum Smartphone muss da immer gegeben sein. Ich kann mir quasi einfach nur die Karte dort anzeigen und auch die Position dann nur über das Smartphone GPS bestimmen lassen. Der Vorteil dabei ist ganz klar, dass ich nicht jedes Mal zum Beispiel mein Smartphone rausholen muss, wenn ich einfach nur sehen möchte, ob ich links muss oder rechts muss, und ich spare auch eine Menge Batterie. Ob ich nun mein Smartphone raushole, das Display anmache oder ob ich nur einfach mein Handgelenk drehe und kurz nur auf das wirklich kleine Smartwatch-Display schaue, ist schon ein gravierender Unterschied in der Akkuleistung. Und so eine Smartwatch, dadurch, dass sie eben sehr viel kleiner ist, einen kleineren Prozessor hat, verbraucht wirklich viel, viel weniger. Also wenn ich das System fahre, Smartwatch plus Smartphone, spare ich im Endeffekt sehr, sehr viel Energie, obwohl ich eben denselben GPS-Sender, wie gesagt, benutze. Natürlich kann man sich die Karte auf so einer Uhr nicht ganz detailgenau angucken, wie zum Beispiel auf einem Smartphone oder auf einer gedruckten Karte. Ist alles ein bisschen kleiner. Ich kann zwar zoomen, aber ich würde immer sagen, dass das Uhrdisplay eigentlich nur kurz dazu dient, zu schauen, wo bin ich gerade, muss ich jetzt vielleicht rechts oder links, wenn ich mir nicht sicher bin, möchte ich dann aber wirklich Punkte irgendwie finden, wie Schutzhütten oder Wasser, da würde ich dann immer auf das Smartphone-Display zurückgreifen. Ja, die nächste Spezialisierung der Smartwatches, würde ich sagen, sind die Fitnessuhren. Das ist immer ein ganz einfaches Modell. Da geht es dann mehr einfach um das Tracken von Sportaktivitäten, im einfachsten Fall Laufen, Wandern, Joggen. Ich habe auch einen Pulssensor hier und kann da verschiedene Gesundheitsdaten mit aufzeichnen. Und ja, die eignen sich jetzt, finde ich persönlich, nicht so viel zum Navigieren zumindest. Ich kann die beim Wandern natürlich mithaben, um dann irgendwie mehr über meinen Körperzustand zu erfahren. Aber jetzt rein zum Tracking sind die meiner Meinung nach erstmal so minimal nicht geeignet. Die dritte Uhr, die ich hier noch liegen habe, ist eine Garmin Instinct. Es gibt wirklich spezielle Outdoor-Uhren. Da ist Garmin oder Suunto, sind da die beiden Marktführer, würde ich sagen. Und das Modell hier ist eine Garmin Instinct Solar, die ich jetzt auch relativ neu habe, die ich mir wirklich speziell fürs Tracking und Navigieren auch geholt habe und für mich so auch einer der besten Lösungen darstellt. Die Uhr, wie gesagt, ist wirklich spezialisiert darauf, draußen verwendet zu werden. Die hat eine unglaublich lange Akkulaufzeit. Im einfachsten Modus hält die wirklich über einen Monat. Die hat extra kein Touch-Display, ein sehr einfaches Display, was eben der Akkulaufzeit und der Funktionalität dient. Ich habe hier eine Menge Funktionen drauf, natürlich auch wie Schrittzähler und Uhrzeiten, Wetter. Aber vor allem die Besonderheit hieran ist, dass die Uhr einen eigenen GPS-Empfänger hat. Also es ist eine GPS-Uhr, kann man sagen. Und dieser GPS-Empfänger ist auch sehr, sehr gut, also mindestens dem Smartphone ebenbürtig, kann auch mittlerweile andere Satellitensysteme noch mit anzapfen. Und obwohl ich mir jetzt hier keine Karte anzeigen lassen kann, wie das zum Beispiel bei der Samsung Galaxy oder bei einer Apple Watch wäre, die das eben spiegeln würde von einem Handy, habe ich hier Navigationsfunktionen, die rudimentär sind, aber sehr funktional. Ich kann mir über die App auch vorher einfach eine Route runterladen und kann dann zum Beispiel hier auswählen, welche von den bereits runtergeladenen Routen ich momentan laufe. Und sobald ich die aktiviere, kann ich die Strecke starten. Mein Signal wird sofort geortet, was jetzt hier in diesem geschlossenen Zimmer nicht so gut klappt. Ich sehe auf der Karte dann aber wirklich genau meine aktuelle Position und sehe einfach den Trail, den ich laufen möchte, als Linie. Die Uhr habe ich dann am Arm. Sobald ich den Trail verlasse, vibriert die Uhr, erinnert mich daran, dass ich den Trail verlasse, zeigt mir über den Kompass an, in welche Richtung ich zurückgehen muss. Und sobald auch eine etwas größere Biegung kommt, ich würde sagen so ab 30, 40 Grad, vibriert die Uhr auch, sodass ich meine Abbiegung auf keinen Fall irgendwie verlasse. Wenn man bei der Uhr auch vorher seine genaue Schrittlänge einstellt, dann klappt das Orten und die Meterangaben wirklich super genau. Also bei mir ist es meistens so 5 Schritte vor einer Abbiegung, dass die Uhr dann vibriert und ich weiß eigentlich dann sofort, oh, hier muss ich links. Und beim Wandern ist mir schon wirklich oft aufgefallen, dass ich sonst was verpasst hätte. Also es ist wirklich
Sehr, sehr hilfreich, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, es ist auch ein Modell, was ein Solarpanel hat. Und bei den meisten Uhren meiner Erfahrung nach war das immer eher so eine Spielerei, so ein kleines Gimmick, was nicht wirklich in der Praxis die Akkulaufzeit sehr drastisch verringert hat. Aber da man bei der Uhr bewusst auf ein sehr gutes Display verzichtet hat und auf ein Touchscreen und die ganze Fläche wirklich hier nutzt für das Solar, macht sich das schon bemerkbar bei der Akkulaufzeit. Wenn ich eben den GPS-Sensor beim Wandern aktiviere, reduziert sich die Akkulaufzeit dementsprechend auf so maximal 30 Stunden Navigation, würde ich sagen, was immer noch ein guter Wert ist. Und wenn ich dabei konstante Sonneneinstrahlung habe, verlängert sich die Akkulaufzeit um 8 Stunden. Wenn ich in den normalen Modus bin, den ich so vielleicht im Alltag benutze, ich habe die Uhr auch wirklich immer um, auch beim Schlafen, beim Duschen zum Beispiel, die ist wasserresistent, dann kann diese Solarfunktion die Akkulaufzeit noch weiter verlängern. Und gerade wir beim Tracking, die auch sehr häufig Trackingstöcke benutzen, trage ich die Uhr natürlich irgendwie am linken Arm und wenn ich so die ganze Zeit laufe im Sonnenlicht, bekommt die Uhr doch immer die volle Sonneneinstrahlung, was jetzt vielleicht nicht so möglich wäre, wenn meine Arme eher irgendwie runterhängen würden oder in den Taschen sind, aber in Kombination mit Trackingstöcken, habe ich da schon sehr, sehr gute Erfahrungen mit der Sonneneinstrahlung gemacht. Die nächste Lösung meiner Meinung nach und auch die dritte Lösung, die ich hier vorstelle, sind wirklich dedizierte GPS-Geräte oder Standalone-GPS-Geräte. Einfach Smartphone-ähnliche Geräte, die ganz unterschiedlich sein können, mit Touchscreen oder ohne, mit großem Display, mit kleinem Display, aber die nur dazu da sind, um zu navigieren. Und da gibt es zum Beispiel auch von Garmin sehr, sehr viele Geräte unterschiedlicher Preisklassen. Das fängt so mit dem kleinen eTrax, glaube ich, so bei 100, 150 Euro an und kann dann wirklich bis zu sehr professionellen Geräten bis zu 1000 Euro teuer sein. Und ich würde sagen, von der Funktionalität ist das so eine Mischung aus der Smartwatch und dem Smartphone. Ich habe da wirklich einen sehr, sehr guten GPS-Empfang. Manche haben auch wirklich eine rausstehende Antenne. Ich habe ein großes Display, wenn ich das möchte, ein farbenfrohes. Also kann mir die Karte auch in Ruhe anschauen. Natürlich ist das Ganze immer offline-fähig. Meistens ist auf den Geräten auch ein sehr gutes Kartenmaterial schon beim Kauf vorhanden. Sonst kann ich auch was draufziehen. Meine Routen muss ich natürlich immer draufziehen. Großer Unterschied ist noch, dass viele oder die meisten sogar kein fest integriertes Akku haben, was ich aufladen muss, sondern Batterien haben. Das hat Vor- und Nachteile, kann man sehen, wie man möchte. Ich kann natürlich immer ein paar Ersatzbatterien im Rucksack haben, kann mir unterwegs auch neue Batterien kaufen und die sofort austauschen. Wenn meine Smartwatch oder mein Handy mal leer ist, muss ich es natürlich erst aufladen und kann nicht einfach spontan das Akku austauschen. Zusätzlich sind die auch noch sehr, sehr robust. Eine Smartwatch, vor allem die Garmin Instinct, ist natürlich auch sehr robust, wasserdicht, aber naja, die GPS-Geräte sind dann auch meistens stoßfest. Das Display kann nicht so schnell kaputt gehen wie bei einem Smartphone und die halten eigentlich jedem Wetter, Staub und jeder Hitze eigentlich stand. Und für alle, die wirklich sehr gewagte Expeditionsreisen damit auch unternehmen oder wirklich über Monate unterwegs sind, zum Beispiel auch auf Longtrails in Amerika, eignen sich GPS-Geräte mit der In-Reach-Funktion. Und das ist ein System, was auch Garmin entwickelt hat, was eben ermöglicht, überall auf der Welt ein Notsignal aussenden zu können oder sogar zu telefonieren. Und wenn ich an Orte bin, bei denen ich kein Internet habe oder absolut keinen Empfang und mir passiert etwas, dann habe ich ein Problem. Und mit diesen Geräten kann man dann immer eine spezielle Stelle kontaktieren. Das Ganze läuft über ein Abo-Modell. Ich muss regelmäßig zahlen, zusätzlich dazu natürlich den Anschaffungspreis des Gerätes bezahlen. Und naja, ich habe dann Notfallmodus und dort kontaktiere ich dann eine Person, die mir dann helfen kann. Und das klappt über den Satellit und komplett auf der ganzen Welt. Der Nachteil dabei liegt auf der Hand, das Ganze ist nicht ultraleicht. Die Geräte wiegen natürlich einige 100 Gramm und wenn ich dann zum Beispiel noch mein Smartphone mitnehme, dann ja, sind auch die Funktionen relativ ähnlich, obwohl natürlich das GPS-Gerät alles ein bisschen besser kann als das Smartphone. Aber ich nehme trotzdem quasi ein Duplikat, ein extra Gerät mit, was ich auch die ganze Zeit zuzüglich vielleicht der Batterien noch bei mir tragen muss. Ja, und die vierte und letzte Lösung erstmal, die ich vorstellen möchte, von der ich auch wirklich ein sehr, sehr großer Fan bin, sind die klassischen analogen und gedruckten Karten. Und die kommen einerseits in Wanderführern, wie man das so kennt. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwere Lösung. Ich möchte ungern ein ganzes Buch oder auch eine ganze ausgedruckte volle Karte mitnehmen, sondern ich möchte eigentlich nur genau das mitnehmen, was ich für meinen ausgewählten Trail brauche, nicht mehr und nicht weniger. Und ich habe mir
da schon mal letztes Jahr Gedanken gemacht. Das war auch einer meiner ersten Videos auf dem Kanal, wie man professionelle Wanderkarten wirklich ultraleicht selber drucken kann. Und ein Beispiel dafür habe ich mal hier ausgelegt. Das ist ein Ausdruck, den ich im West Highland Way benutzt habe. Und ich habe dabei wirklich versucht, so hochwertiges Kartenmaterial, wie es geht, zu erstellen und auch so platzsparend wie möglich. Falls ihr das Ganze mal in Ruhe angucken wollt, habe ich dazu, wie gesagt, auch ein Video gemacht. Das verlinke ich gerade mal hier oben links. Man kann aber sagen, dass ich zum Beispiel auf eine Strecke von 300 Kilometer etwa nur 16 Seiten Papier benötige. Und wenn ich da sehr dünnes nehme, wie das zum Beispiel, das ist glaube ich 60 oder 80 Gramm Papier, und davon 18 Seiten habe und die doppelseitig bedrucke, was ich jetzt hier nicht habe, dann bin ich dann nur beim Gewicht von 67 Gramm, was dann eben alle anderen Lösungen eigentlich schlägt. Der Vorteil ist außerdem, ich habe eine sehr, sehr große Übersicht. Ich habe nicht nur den sofortigen Trail, auf dem ich laufe, sondern auch immer einen guten Überblick über die Umgebung. Diese Karten, die ich hier benutze, sind auch von Open Under Maps mit einem eigenen Thema, was ich dort benutze. Das heißt, ich habe mir da wirklich nur die essentiellen Punkte anzeigen lassen, die ich beim Tracking benötige. Also Wasserquellen, Schutzhütten, wie schon gesagt, noch einige interessante Punkte und natürlich die Markierung von meinem Trail. Und natürlich habe ich da keinen GPS-Empfang und kann nicht so einfach meine Position bestimmen. Aber wer das eben möchte oder braucht, weil meistens, wenn man eine Karte hat und sich auf dem Trail befindet, kann man ja nachverfolgen, wo man gerade ist. Und wenn man sich nicht sicher ist, um welchen Abzweig es geht, kann man das eigentlich schon sehr gut meiner Erfahrung nach einfach auf den Papierkarten nachvollziehen. Wer allerdings seine Position bestimmen möchte oder auch einen Kompass dabei haben möchte, kann so einen kleinen Linealkompass verwenden. Der ist auch von Suunto. Und wenn man da eine relativ freie Sicht hat und ungefähr weiß, auf welcher Kartenseite man ist, dann kann man damit, wenn man das lernt, auch seine Position anhand von Sachen, die man sieht, bestimmen und zumindest gerade die Himmelsrichtung festlegen und ungefähr dann ausmachen, in welche Richtung man gehen muss. Der Nachteil, würde ich sagen, bei den Papierkarten ist natürlich der initiale Aufwand. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne mal das Video anschauen. Man muss da ein paar Programme installieren, sich die Karten natürlich auch runterladen. Und wenn man da ungeübt ist, dauert das beim ersten Mal ein bisschen mehr. Danach geht es dann schneller. Ich würde sagen, bei einer Route, wie gesagt, von 300 Kilometern, da bräuchte ich auch jetzt so ein, zwei Stunden und natürlich einen Drucker, um das Ganze so zu drucken. Und vom Gewicht her ist das eigentlich ganz gut. Wie gesagt, möchte ich die Position bestimmen. Nehme ich noch den Kompass mit, bin dann natürlich wieder bei ein bisschen mehr Gewicht. Aber ich würde sagen, für Routen so bis 500, vielleicht sogar 1000 Kilometer ist das eigentlich eine sehr leichte Lösung und auch eine praktische. Auch ist die Gefahr eines technischen Defekts natürlich komplett ausgeschlossen bei analogen Karten. Dafür muss ich aufpassen, dass ich die wasser- und wetterfest auf jeden Fall lagere. Also nachdem ich alle Sachen auch lange getestet habe und immer gewechselt habe für mich, habe ich mir da meine persönliche Empfehlung quasi gebildet. Und das ist auch das, was ich euch jetzt empfehlen wollen würde. Und das ist zum einen einfach das praktische Smartphone in erster Linie. Das würde man eigentlich, wie gesagt, sowieso immer mitnehmen, außer man will wirklich bewusst darauf verzichten, um so ein bisschen ja mal dem ganzen Alltag zu entgehen. Aber wenn ich das Smartphone mit habe und das Gewicht schon mitschleppe, dann sollte ich es meiner Meinung nach immer als Navigation nutzen und dann am besten mit einer App wie Locus Map, mit richtig professionellen analogen Karten, die ich mir vorher runtergeladen habe, mit einem Thema, was ich individualisiert habe und kenne, um dann perfekt damit navigieren zu können. Und als leichtes und praktisches Backup würde ich die Smartwatch nehmen. Und da wirklich, kann ich nicht anders sagen, die Garmin Instinct Solar. Ich habe da auch, wie ihr seht, ein paar getestet, habe mich für die entschieden und bin da wirklich begeistert von dem Funktionsumfang, den die Uhr hat, von der Akkulaufzeit, von der Robustheit und vor allem von der Navigationsfähigkeit mit dem eigenen GPS-Sensor drin. Und falls ihr eins von beiden nicht mögt oder nicht haben wollt, dann würde ich zu den analogen Karten greifen. Da habt ihr eine sehr gute Lösung, eine sehr günstige, eine sehr leichte Lösung, die ja, sehr klassisch ist, sehr gut anzuschauen ist und so ein bisschen was Analoges in der Hand zu haben, macht auch für mich immer ein bisschen Spaß. Wenn man jetzt vielleicht noch eine Smartwatch sehr viel im Alltag nutzen möchte oder gerne darüber auch noch ein paar andere Funktionen genießen möchte, wie Musik, die jetzt extra auf der Uhr ist, dann kann man auch eine neue Galaxy Watch nehmen oder eine neue Apple Watch und dann zum Beispiel, wenn man ein Komoot oder Autoactive Abo hat, davon die Apps nutzen. Das klappt auch natürlich sehr gut. Oder wenn man bei Garmin bleiben will, gibt es auch noch die Phoenix 6. Das ist ein Modell, was jetzt nochmal doppelt so teuer ist wie die Instinct Solar. Die kostet jetzt 250 und die Phoenix, glaube ich, über 500.
Die hat auch einen eigenen GPS-Sensor, hat dann aber ein Display wie eine richtige Smartwatch von Samsung zum Beispiel und kann dann noch ein paar Sachen mehr. Zum Schluss möchte ich euch noch drei kurze Tipps zu den ganzen Navigationssachen nennen. Das eine wäre, wenn ihr euch entschließt, mit den analogen und selbstgedruckten Karten zu navigieren, dann könnt ihr daran denken, die sind natürlich auch nummeriert unten, wenn ihr irgendwie nach dem Tag 1 schon auf Seite 4 quasi von dem Trail seid und vielleicht irgendwo seid, wo ihr ein Feuer machen könnt, dann könnt ihr das Papier da auch benutzen und es einfach verbrennen, um dann natürlich Gewicht zu sparen oder einfach natürlich in den Mülleimer zu werfen. Aber das Gewicht, was ich für die Navigation mitschleppe, in dem Fall bei 300 Kilometer, 67 Gramm, wird dann pro Tag auch immer weniger werden. Und das wäre natürlich bei einem Wanderführer jetzt nicht so möglich. Ich könnte mir da die Seiten rausreißen, aber irgendwie möchte man das ja da auch nicht. Ein Tipp zu den Smartwatches wäre, dass ich mir natürlich auch noch Gedanken machen muss, wie ich die lade. Und da gibt es sehr gute kurze USB-Kabel, die so ein 2-in-1-Plug hier haben. Das heißt, darunter ist Micro-USB. Zum Beispiel diese ältere Uhr, die ich hier habe, lädt man auch mit Micro-USB auf. Und ich habe dann einen Adapter eben zum Beispiel für USB-C, um dann mein Handy oder die Powerbank aufzuladen. Garmin hat noch einen ganz eigenen Anschluss, der einfach hier hinten sich befindet. Und auch, wie gesagt, einen eigenen Adapter, den kann man extra bestellen, der kostet nur ein paar Euro. Und damit kann ich quasi auch mein USB-C-Kabel, was ich für mein Handy und für meine Powerbank brauche, benutzen, um dann eben die Smartwatch ganz einfach zu laden. Uhren, die induktiv geladen werden, wie zum Beispiel auch diese Galaxy Watch, die kann ich auch mit dem Smartphone laden, wenn ich da die Funktion habe. Zum Beispiel das S20, was ich habe, kann ich einfach auf den Rücken legen, die Uhr da drauf und dann lädt mein Handy quasi die Uhr und da brauche ich kein extra Kabel mehr. Und zum Schluss müsst ihr immer daran denken, was sind die Faktoren, die am meisten Akku unterwegs ziehen, egal ob beim GPS-Gerät, beim Handy oder bei der Uhr. Und das sind zum einen das Display an sich, gerade beim Smartphone ist das sehr, sehr stark. Und bei Uhren ist es einfach der GPS-Empfang oder der GPS-Sender an sich. Das heißt, sobald ich meine Wanderung beende oder vielleicht sogar weiß, wo ich jetzt hundertprozentig bin und nicht mehr weit zum Lager habe, dann schalte ich einfach die GPS-Antenne aus. Und im Fall von der Instinct Solar ist das ein Unterschied von einer Akkulaufzeit von 1 bis 2 Tagen zu einer Akkulaufzeit von einem Monat. Ja, ich hoffe, das Video konnte euch ein paar neue Gedanken so geben für eure Touren, für die Navigation, egal welche von diesen 4 Lösungen ihr benutzt. Ob ein oder zwei, ich finde, alles bietet sich an und alles hat seine Daseinsberechtigung. Es gibt leichtere und schwerere, wie ihr gesehen habt, aber im Prinzip ist alles super geeignet. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.